Moin Moin, ich bin Kai vom Steine-Kanal und heute schauen wir uns die aktuelle Ausgabe des Lego Star Wars Magazins an. Das ist die Ausgabe Nummer 80, kostet hier in Deutschland 4,50 Euro und die ist heute am Samstag, den 29. Januar 2022 erschienen. Wir haben diesmal zwei Extras dabei, zum einen ein Foilpack mit einem Millennium Falcon, dieser besteht aus 41 Teilen. Und dazu haben wir noch einen Lego Ninjago Kartenbooster, dieser stammt aus der Serie Geheimnis der Tiefe. Im Inneren des Hefts wie immer ein Comic und etwas zum Rätseln und Knobeln für die jüngeren Leser. In der Mitte haben wir natürlich auch wieder unser Wendeposter. Da haben wir einmal die dunkle Seite der Galaxis und auf der Rückseite haben wir R2-D2 und C3PO. Und dann kommen wir auf Seite 27 schon zur Bauanleitung und dann schauen wir uns nochmal das fertig zusammengebaute Modell unseres Millennium Falcon an. So, nach ca. 3 Minuten ist das Modell dann fertig zusammengebaut. Jeweils links und rechts gibt es noch kleine runde 1x1 Fliesen, die sind bedruckt und hier wurde das Motiv einfach von diesen Getränkedosen genommen, die man sonst einfach auf die 1x1 Round Bricks draufsteckt. Als Alternative zu diesem Modell könnte man sich aber auch überlegen, den Millennium Falcon aus der Microfighter-Serie zu nehmen, hier aus Serie 8 mit der Setnummer 75295. Der hat am Markt in etwa den doppelten Preis, hat 101 Teile und der Vorteil ist, dass man hier auch noch eine Minifigur von Han Solo mit dabei hat. Kommen wir zur Größe des Millennium Falcon, da haben wir in der Länge 8 cm, in der Breite haben wir ebenfalls ca. 8 cm. Und in der Höhe kommen wir auf ca. 2,5 cm. Dann werfen wir natürlich noch einen Blick auf die Vorschau der kommenden Ausgabe. Diese erscheint am Samstag, den 26. Februar 2022. Und dann haben wir mal wieder eine Minifigur mit dabei. Und zwar haben wir dann einen Klontrooper der 501. Legion. Die Minifigur kennen wir auch aus dem Battle Pack Klontroopers der 501. Legion mit der Setnummer 75280. Was haltet ihr von den Extras? Schreibt's mir mal in die Kommentare. Dann danke ich euch recht herzlich fürs Zusehen, gebt dem Video einen Daumen nach oben und hinterlasst auch ein Abo, falls noch nicht geschehen, und aktiviert die Glocke, damit ihr immer über die neuesten Videos informiert werdet. Und dann verbleibe ich bis zum nächsten Video. Auf Wiedersehen!